Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Team für euren Unterricht anlegen könnt und so eure Schüler auch von zu Hause Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen könnt. Hierzu klicke ich einfach auf den Punkt Teams. Dort könnt ihr nun alle Teams sehen, wo ihr schon Mitglieder seid bzw. die ihr erstellt habt, und ich kann auch mit dem Button da rechts oben einem Team beitreten oder ein Team erstellen. Das klicke ich jetzt. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten, einmal Team erstellen und einem Team mit einem Code beitreten. Wir nehmen immer das erste, Team erstellen. Hier gibt es vier Möglichkeiten. Wenn wir mit Schülern oder Schülerinnen arbeiten, ist für uns immer das Kursteam entscheidend. Dieses BLC-Team ist für Mathematik, Englisch oder Deutsch Arbeitsgruppen gut, und das Mitarbeiterteam für den Herrn Direktor, wenn er mit uns zusammenarbeitet. Das andere vielleicht für die Schülerliga, wenn die überhaupt so ein Team brauchen. Also wir wählen immer Kurs aus. Bei der Benennung des Teams gehen wir bitte immer einheitlich vor. Aus Sicht des Schülers ist es nämlich sonst nicht ersichtlich. Wenn es da fünf Teams gibt, die heißen einfach 1C, dann weiß er nicht mehr, was das für ein Team ist. Am Anfang schreiben wir bitte immer das beginnende Schuljahr. Nächstes Jahr ist es also 2020. Dann ein Minus. Dann die Klasse. Ich nehme jetzt einmal eine fiktive Klasse, 5C. Dann wieder ein Minus und dann das Fach. Also bitte hier immer einheitlich vorgehen. Die Beschreibung ist optional, können wir auslassen. Wir gehen einfach auf Weiter. Das Team wird jetzt erstellt. Und wir suchen jetzt sogenannte Kursteilnehmer. Hier steht Studenten, das sind natürlich unsere Schüler. Ich muss hier jeden Schüler einzeln hinzufügen, das ist aber überhaupt kein Problem und dauert eigentlich nicht länger als 2 Minuten. Ich muss nur die ersten 3 Buchstaben des Namens eingeben. Ich gebe jetzt einmal einen fiktiven Schüler ein, der auch in unserer Organisation angelegt ist. Der heißt, genau, Zolli-Schüler 01. Sollte auch noch einen Zolli Schüler 02 geben. Und so kann ich die Schüler nacheinander hinzufügen, und das muss ich dann auch klicken, hinzufügen. Ich möchte, wenn ich einen Teamteacher habe, vielleicht den auch noch dazufügen, in Mathematik, Deutsch und Englisch, oder wenn ich eine Klassengruppe als Klassenvorstand anlege, könnte ich auch meinen Co-KV da hinzugeben. Ich suche jetzt auch, da gibt es auch noch einen Zolli 01, ist auch ein Lehrer in unserer Schule, ein Klon von mir, und ich gehe auf Schließen. Das Team ist jetzt erstellt, wir sehen es hier in der Vorschau. Das Team 2.2 ist allerdings nicht sehr aussagekräftig. 2020 minus 5C minus Mathematik, könnt ihr hier das ganz einfach bearbeiten. Und könnte mir hier einen neuen Kursavatar, also ein Bild zum Beispiel, auswählen. Ich kann auch eines hochladen, wenn ich mir selber ein Bild erstellt habe. Ich gebe hier mal ein, weiterführende Schule, nicht Grundschule, und vielleicht Technik. Und nehme jetzt mal hier das B. Gut, schaut schon mal ein bisschen besser aus. Die Schüler sehen es dann in der Voransicht sowieso mit Namen. Ich gehe jetzt noch einmal zurück in alle Teams, dann seht ihr das, wie die Schüler das sehen. Also die sehen das Symbolbild und dann den vollständigen Namen. Da klicke ich jetzt noch einmal rein und ich bin wieder im Team. Hier gibt es ein 3-Punkte-Menü. In diesem 3-Punkte-Menü könnte ich zum Beispiel, wenn ich Mitglieder oder Schüler oder Lehrer eben davor vergessen habe, hier sie ganz einfach hinzufügen, klickt es einmal an. Hier könnte ich jetzt weitere Lehrer suchen. Zum Beispiel die Zola Lea, das mache ich jetzt aber nicht. Ich könnte auch in diesem 3-Punkte-Menü das Team verwalten und mir das so anschauen. Hier sieht man die Besitzer des Teams. Da könnte ich auch die Rolle wechseln vom Besitzer zum Mitglied, also zu Schüler.
Wenn ich die Mitglieder und Gäste anklicke, sieht man hier die zwei Schüler, die aufgenommen sind. Man sieht, sie sind Mitglieder. Und ich könnte sie mit dem X auch ganz einfach löschen. Das mache ich jetzt nicht. Ich gehe noch einmal auf das Drei-Punkte-Menü. Und was für uns jetzt gut ist, ist einen Kanal hinzuzufügen. Kanal ist gut für die Strukturierung unseres Teams und um Ordnung zu schaffen. Diese Kanäle legt ihr am besten im Laufe des Schuljahres an und nicht alle auf einmal. Ich nenne hier den ersten Kanal 01. Warum 01? Weil sie werden alle alphabetisch geordnet. Und ich möchte aber, dass der Kanal, den ich jetzt erstelle, Prozentrechnung, immer an erster Stelle ist. Deshalb 01 davor. Beschreibung ist optional, brauche ich auch keine angeben. Was noch wichtig wäre, hier diesen Kanal automatisch in der Kanalliste anzeigen für alle, anhäkeln bitte. Ich könnte ja auch Kanäle erstellen, die nicht für alle, sondern für nur einige der Schüler zugänglich wären. Dann würden auch diese, die nur sehen, hier könnte ich differenzieren und denen Schülern zum Beispiel schwierige Aufgaben stellen. Okay, ich gehe jetzt einmal hinzufügen. Und der zweite Kanal wird hinzugefügt. Warum sage ich der zweite Kanal? Weil der Kanal allgemein, der ist in jedem Team. Da klicke ich mal drauf, noch einmal auf allgemein. Hier sieht man die Registerkarten im Allgemeinen. Das sind Beiträge, Dateien, Kursnotizbuch, Aufgaben und Noten. Im Kanal Prozentrechnen gibt es da Beiträge, Dateien, Notizen, also ein bisschen weniger, aber man kann auch mit dem Plus noch andere Registerkarten hinzufügen. In der Registerkarte Beiträge kann man nun zum Beispiel separat eine Unterhaltung führen, passend zum Thema Prozentrechnung. Wäre hier natürlich gut. Einfach da unten eingeben und alle würden das sehen, also würde sich nicht eignen für die private Unterhaltung. Wenn ich auf die Registerkarte Dateien klicke, kann man nun hier Dateien zum Thema Prozentrechnung hinzufügen. Möchte man in diesem Team Aufgaben stellen, müsste man allerdings immer auf den Kanal Allgemein zurückgehen, denn nur im Kanal Allgemein sieht man die Registerkarte Aufgaben. Wie ihr in eurem Team Dateien hinzufügen könnt oder euren Schülern und Schülerinnen Aufgaben stellen könnt, oder sogar Live-Videobesprechungen abhalten könnt, das zeige ich in meinen nächsten Videos. Legt nun einfach Probeteams an und fügt gegenseitig ein bis zwei Kollegen als Schüler und Schülerinnen hinzu. Dann könnt ihr ein bisschen ausprobieren. Gerne könnt ihr natürlich auch mich als Schüler oder auch als Lehrer hinzufügen in eurem fiktiven Team. Dann können wir einfach gemeinsam stressfrei und ohne Schüler noch bis zum Herbst ein wenig ausprobieren. Danke sehr.